Ja, das sollte man machen können, aber einen warmen Sommertag. Einfach so in den Schatten rennen. Ich weiss nicht, wer das gar nicht mag. Nur hat die Rennerei und das lustige Kindergeschrei gar nichts mit dem Schatten zu tun. Und auch nicht mit Ferienruhe. Denn um die Linde hier in Linn, darum hat der Beitrag auch einen Sinn, haben es 25 Kinder lustig. Macht sie den schattigen Tanz nicht lustig? Der Oberförster aber sagt, dass so eine Linde weit und breit nie steht. Und das sei wahr. Sogar seit vielen hundert Jahren. Nein, Rudi, komm. So, auf diesen Baum darf man nicht klettern. Schaut hier, das ist unsere Linde. Die ist schon 800 Jahre alt. Und auch hier ist ein Friedhof. Hier sind die alten Linner begraben, die vor 800 Jahren gestorben sind. Es war nur noch ein Einwohner, männlicherseits, und konnte nicht mehr auf unseren Friedhof runterfahren. Darum sind sie hier begraben. Und für das ist dann die Linde gepflanzt worden. Auch ist sie hohl. Wir mussten sie auch zusammenhängen, dass sie vom Raureif nicht verrissen wird. Denn da hängt manches Tonnen Raureif im Winter oben. Es gibt dann ein Sprichwort, das heisst, legt die Linde den Schatten aufs Rüdelis Haus, also auf die Habsburg über. So ist es mit allen Welten aus. Das heisst also, wenn die Linde mal so gross sei, dass der Schatten über die Aaren über auf die Habsburg über lange, so sei es mit allen Welten fertig. So steht sie also weiter hier, die Linde zu Linn. Sie ist gut so. Der Schatten, den sie uns dort spenden, wird kaum den Lauf der Welt beenden.